Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Du kriegst nur ein Autogramm und du auch. Bitte schön, bitte schön. Boah, was geht ab hier? Du schreist mal wieder am Anfang dazwischen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir sind hier gerade auf Griefer Games und Horst ist heute mit am Start. Wir werden ein bisschen gucken, hier sind auch schon einige User gerade. Ja, ich gehe ja richtig ab hier. Hallo, gut. Ach, du machst Autogrammstunde? Ja. Ja, warte mal, ich hau auch mal was raus hier. Ich mach mal ein Papier. So, dann schmeißen wir auch mit Papier um hier. Mit Papier? Ich hab hier Dia-Blöcke rumgeschmissen. Dia-Blöcke schmeißt du rum? Ja, natürlich. Wertvolles Zeug, Alter. Ja, muss ja deine Wirtschaft hier schädigen. Du Assi. Warte, dann will ich jetzt auch was Cooles. Dann droppe ich jetzt Beacons. So, weißt du was? Hier. Hauptsache. Ey, lol. Der Foe hat einfach einen Spawner am Kopf. Guck mal. Der hat auch noch einen in der Hand. Was ist denn jetzt los? Ey, was soll die Kacke hier, hä? Junge. Ja, das sieht ja mal mega cool aus, dieser Spawner auf dem Kopf. Alter, aber das ist bestimmt voll teuer, das aufzuhaben. Stell dir mal vor, der stirbt, weißt du, ein Spawner ist bei uns übel teuer. Ja, ja, gut, Foe, das würde ich jetzt auch, mal nicht, könnte ja zufällig einer Slash-Kill hier eigentlich. Wir machen dann folgendes, Freunde. Heute werde ich mit dem Horst wieder Plotze werten. Horst, ich hoffe, du hast viel Bock. Und zwar suchen wir mal wieder die schönsten Grundstücke auf Griefer Games. Und wenn du willst, darfst du anfangen und ich sag, nee, Stopp. Nee. Weil wenn ich das jetzt mache, finden wir wieder nur die leeren, unbebauten oder hässlichen. Den lassen wir mal. Ich mach zuerst eins und dann machst du eins, okay? Ja, dann mach du zuerst, genau. Okay, dann kannst du jetzt jederzeit... Ich hab gar keine Rechte, ich kann mich nicht tp'en, glaube ich, oder? Sag einfach Stopp, ich hol dich dann her, ja? Okay, mach mal so, gut. Und... Es läuft schon. Nein, du musst den ersten machen. Ich muss den ersten machen? Ja, ich dreh schon, du musst nur Stopp sagen. Nein, du machst. Nein, du musst nur Stopp sagen. Oh Mann, Stopp. Okay. Wird das leer oder hässlich? Ja, Horst, was hast du denn hier ausgesucht? Oh, ist das schick. Horst, wunderschönes 10 von 10. Siehst du, Alter, fühl mich wie im Neta. Nur ein bisschen leer. Ja, moin. Okay, das ist nix. Ja, willst du jetzt? Dann sag ich Stopp. Dann musst du drehen. Ja? Wie soll ich denn drehen? Ich hab doch keine Rechte. Mach slash /ph und dann einfach tappen. Achso, das drehen meinst du? Ja, einfach warte. Drehen. Warte, so, okay. Ich drehe. Und Stopp. So. Oh. Hab ich was Gutes, Horst? Hab ich was richtig Geiles? Ja, ist... Oh mein Gott. Oh. Dreh dich um. Ach, das meinte ich. Ja, das will ich bewerten. Oh, das finde ich über... Lass uns das bitte bewerten, Horst. Hier. Ja, eigentlich nicht, weil ne, du hast das da gewählt. Aber ausnahmsweise. Was ist das denn? Abgesteht hier? Das ist ein Odin-Dings. Ein Odin-Anhänger. Schön. Von Thor oder Odin. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Och nee, och Horst, ich dachte, das ist voll fake. Horst, wie gemein ist das denn? Man denkt, das ist übel das geile Schloss, ne? Dann geht man da rein und dann ist das nicht gemerged. Och Mann. Bleib stehen. Ey, du Hu, warte mal, ich guck mal gerade, wer das ist. Wer ist denn das hier? Ah ja, ist das der Motumbo. Oh, der klaut hier Sachen. Warte mal, der klaut hier wirklich Sachen. Was ist denn jetzt los? Ist das seins? Das gehört, doch, Motumbo ist hier vertraut, das gehört stark pigmentiert. Dann ist er runtergefallen. Du weißt was, Horst, das kann man jetzt hier nicht bewerten, aber ich merchen das gerade mal. Aber kannst mal merchen, genau. Also das hat er schon verdient, würde ich sagen, da gibt's mal hier ein dickes Merch gerade, da freut er sich. Wir haben noch keinen gefunden, den wir bewerten können, Horst, wir müssen jetzt echt ein geiles Grundstück finden. Du musst jetzt mal, da ist er schon wieder hier. Warte mal, jetzt gibt's hier gleich mal, der will doch nur angeben, weil er so coole Sachen hat. Foe, bleib stehen, wo ist er denn hier? Foe, wenn er nochmal auftaucht, dann gibt's hier auf die Schnauze. Ja, ich warte mal, ich guck, Moment, ich... Ja, ich starte nochmal, sag nochmal Stopp, ja? Einfach nochmal Stopp sagen. Okay, und Stopp. Okay, ich hab ein bisschen früh, aber ich hab was. Wir sind bei Rocky. Warte, ich hol dich mal her, Horst. Achtung. Ja, ruf mich mal. Ich move dich her, so. Ich bin so geil. Also, was haben wir denn hier Schönes? Der Rocky baut gerade richtig schön Sachen. Oh, da auf der Plantage! Schön! Ach so, ja, toll, super. Wunderschöne Hopfen, wenn er jetzt noch Weizen baut, kann er Bier brauen. Meinst du, da tropft Hopfen? Was, Hopfen? Meinst du, da kommt Bier raus, oder was, aus dem Ding? Nee, da ist Hopfen, da brauchst du noch Malz, dann kannst du Bier brauen. Ich glaube wirklich, hier ist Bier drin, guck mal. Sag ich doch, Hopfen da ist Malz, Bier, da, Gott hier in der Farmanlage liegt da Bier drin, ne? Wo? Da kommt wirklich, ja, guck mal rein da. Da ist wirklich Bier drin hier. Unglaublich. Oh ja, Bier, sag ich doch. Richtig. Meins. Toll, das ist so, also für die Hopfenplantage müssten wir eigentlich Pluspunkte geben hier. Das ja, finde ich auch. Was haben wir denn noch so hier? Ist der vielleicht gerade AFK? Das können wir ganz schnell testen mit dem Rocky. Vielleicht hat er nämlich hier illegale Sachen auf seinem... das war der falsche, warte mal. Den das ist der falsche. Der sieht auch so AFK aus. Der ist wohl gerade auch nicht da. Rocky, so. Ja, baut ja. Rocky, man sieht sich, ja. Tschüss, ne? Oh, er ist wieder da. Okay, was hat er noch so hier? Ich werf mal einen Schnitzel runter. Viel Spaß damit.
Ach, hier unten ist auch noch mehr Hopfen. Guck mal hier. Aber ich komm, nee, das komm, ist für Weizen, glaube ich. Guck mal hier nein, unten. Nein, das ist Malz. Das ist Malz. Ja. Das doch. Ich sehe mich hier mal gerade ein bisschen. Hat er noch irgendwas Cooles? Ah, hier ist ganz viel frei. Es ist gemerged, aber ja, kann man noch machen. Was hat er dann? Oh, das Haus hier ist ganz nett. Warte mal, wo bist du denn? Bist du oben oder was? Ich bin hier oben, ich hol dich mal her, Horst. Ja, mach mal. TPO hier. Horst, guck mal das Haus hier an. Ach, puh, das was hier? Was geben wir denn für die Bude hier? Warte mal. Ist sogar gemerged hier mit coolen Bannern. Ja, ist okay, ne? Also es gibt 1 bis 5 Sterne, denk aber dran, also 4 ist schon schwer zu kriegen, ne? Ja, 1 bis 5, ja, genau, richtig. Hör mal, aber ein bisschen stören mich die Farben, also ja. Es sieht schon, also ich finde wirklich, sieht gut aus, aber guck mal, Gras, hier alles grün, dann Emerald-Blöcke, Gold. Gold würde noch passen, finde ich, aber dann wird's knifflig. Hier drinnen sieht's aber wieder geil aus. Ich finde auch, es hat was, aber mich nervt auch so ein bisschen hier das Emerald zum Beispiel. Das sieht irgendwie billig aus. Ja, das ist deplatziert. Ja, es passt mir nicht so. Hier unten geht's dann. Ach du Scheiße, was ist denn hier unten los? Sicher, dass das derselbe ist? Aber warte mal, waren wir gerade eben hier in dem Ding drin, oder was? Hä, hey, was ist denn los, Horst? Ja, Tatsache. Wir sind in dem Ding. Was hast du denn gemacht jetzt hier? Wie gemacht? Ach, du bist einfach nur runtergelaufen, ne? Ich bin einfach nur unten. Guck mal. Ach so, ja, das ist dieses Riesen. Das ist noch nicht gebaut halt, ne? Ja, also ich sag mal so, es ist ein schönes Grundstück schon, gefällt mir, aber ich gebe nur eine 3,9. Was sagst du? Schon heftig bewertet mit 3,9. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Bewertung. Ist schon gut. Was sagst du denn? Ja, also ich hätte tatsächlich vielleicht sogar noch weniger gemacht, aber. Weniger? Okay. Ja. Ich hätte vielleicht nur eine 3,5 oder so gegeben. Also hier, es sieht schon an manchen Stellen geil aus, aber oben, ich weiß nicht, das passt nicht. Ja, wenn du 3,5 sagst und ich sag 3,9, wollen wir uns auf 3,8 einigen? Genau in der Mitte, Horst, okay? Ja, komm, wir sind nett zu dem. Ja, ist okay. Der ist nachher noch traurig, weil er keine 4 kriegt. Also 3,8 ist eine sehr gute Bewertung für einen Zweier-Merch. Also, du weißt doch, wie das auch mit einer Freundin ist. Wenn die Freundin das eine will und du das andere, dann findet man einen Kompromiss und ihr macht das, was die Freundin will. Ja, genau, so machen wir das, Horst. 3,8, okay? Genau. Ja. Bewertet von Kompromiss. Horst, warte, schreibe ich dich richtig oder falsch, Horst? Von Horst Vlog und Abge mit 3,8 von 5 Sternen. Ja, du musst raten, Horst, so funktioniert das Spiel. Alle Teilnehmer müssen immer raten. Schreibe ich dich richtig oder falsch, Horst? Deinen Namen hier auf das Schild. Ich muss jetzt erraten, ob du mit Absicht falsch oder richtig schreibst. Genau, du musst jetzt einfach raten. Habe ich dich richtig oder falsch geschrieben? Du hast aus dem O 0 gemacht. Fast. Aber du hast zumindest recht, ich habe dich falsch geschrieben. Der Horst flog. Der flog. Hör mal, das erste Mal. Wenn du mal im Ingame-Chat guckst, wenn ich Bugmeldungen bekomme, weißt du, was da manchmal drin steht? Was steht denn da drin? Sowas. Was denn? Ich habe einen Chat geschrieben. Ich habe einen Bug gefunden. Nice. Das habe ich sehr, sehr oft. Oh je. Ja. So, warte, ich klatsche dem hier nochmal so ein paar Kleinigkeiten hin. Und ich glaube, dann hat er nur ein ganz schönes Grundstück hier. Warte, dein Kopf kriegt er auch noch. Jawohl. Den machen wir heute mal was ganz Besonderes. Der gibt noch hier vorne da. Ah, wo da ist ein Schild. Ne, er sieht da ein bisschen doof. Oder kommst du hier noch aufs Plot, so würde ich sagen. Zack. Das soll. Ah, ne, der kriegt noch eine Bewertung. Und zwar, er kriegt noch die mittlere Bewertung in dem Fall. Das müsste die mittlere sein. Die kriegt er natürlich auch noch, Freunde. Die ist sogar ein bisschen was wert, aber die sollte man eigentlich nicht handeln. Die kriegt er auch noch hier drauf. So. Machen wir noch einen, oder Horst? Jetzt darf ich wieder Stopp sagen. Du darfst ja, genau. Okay, warte. Ja. Und kannst. Stopp. Bums. Oh! Habe ich was Gutes, Horst? Ist das. Oh, wunderschön, du. Horst, komm, was sind das hier? Ist das schick. Und ich bin die Neid. Was denn auch sonst? Oh mein Gott. Nochmal. Ich will nochmal, Horst. Ich will auch mal was Cooles. Starte nochmal. So, Start läuft. Und. Stopp! Oh! Nice! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab alles abgeräumt hier! Dreh dich um! Hä? Was ist das denn? Das ist ja krank gemacht. Alter! Das gehört alles zusammen. Oh mein Gott, hier hinten! Was ist denn da noch hier? Alter. Einiges. Alter, was ist das denn? Das gehört alles zusammen abgeräumt, sogar die Figur hier. Alter! Was hat denn der hier gebaut für ein Pixel-Arts? Das ist ja mal ein Regenbogen. Ja, lässt sich sehen. Hier ich glaube, hier ist die Statue von ihm, wie er ein Schwert hält. Ja. Finde ich auch süß gemacht hier. Ich liebe ja Köpfe und ich liebe Karten. Ich liebe das ja, wenn Leute so Karten machen. Ich finde das ja absolut geil, ne? Alter, der hat so viel Zeug hier aufgehängt und so. Alter Schwede. Ich finde es auch geil, ja. Muss sagen, es ist auch. Er prallt auch mit seinem Reichtum hier drin. Wo denn? Was macht er denn da drin? Ich bin ganz viele Dia-Blöcke an der Wand. Achso, warte, ich komme mal zu dir. Alle in den Rahmen. Lol.
Ach so, ne, guck mal hier, das sind die ganzen Money Drops, die er eingesammelt hat. Von den Kisten. Das sind Money Drops. Ach, ja, lol, so. Als wenn er so viele Money Drops schon gekriegt hat. Der ist ja immer online. Der das Typ. Hat er richtig gegönnt. Nein, warte mal. Ich glaube, der kauft sich die extra, diese Items. Ich glaube, der kauft die extra. Ich glaube, das macht der Horst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der immer online war und jeden Money Drop mitgenommen hat, den es gab hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist schon wirklich krass. Ich finde das heftig. Ich finde das richtig heftig. Ach du Scheiße. Und? Ein bisschen kritisieren muss man, der hat unten jetzt gar nichts gebaut. Hier ist noch ein bisschen freie Fläche. Wenn es Kritik, okay. Sagst du denn so? Weiß ich nicht. Also mir gefällt der Zwiebackkopf nicht. Also, ja, was? Meine ich. Der ja, okay, der ist auch billig, da gebe ich dir recht. Der ist, ja, der Baum ihn, gefällt dir nicht. Genau, richtig. Ich finde das. Also ja, ich hätte es jetzt irgendwie witziger gefunden, wenn man aus den Zwiebackköpfen einen Zwiebackkopf gemacht hätte. Das wäre irgendwie witzig. Aber oder ein Baum aus den Köpfen. Oder ein Baum irgendwie ein sowas. Boah, halt, das wäre ne? Cool. Ey, Leute, wenn einer das kann, baut mal bitte aus irgendwie Baumköpfen oder Zwiebackköpfen oder Abgeköpfen einen Baum, okay? Macht das mal bitte und schickt ein Bild davon ein. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, aber ich finde das geil. So, was hat er hier? Er hat hier einen Fehler drin in seinem Schachbrett. Das gibt's also ja gar nicht. Echt? Oh Gott, oh Gott. Da kickt jetzt aber hier wieder mein Dings, ne? Also ich muss sagen, ich finde das mit den Köpfen hier mega nice. Da gebe ich auf jeden Fall viele Punkte für. Aber es ist für mich jetzt auch nicht... Es ist nicht richtig krass gebaut so. Es ist aber geil, weil er mal was Besonderes hat hier. Riesenlagersystem habe ich auch gefunden. Okay. Also unten. Hau mal was raus hier. Was wird das? Puh, also schlechter bewerten als gerade eben das Plot können wir nicht. Was sagst du denn? Warte mal. Ich tue jetzt mal gedanklich all das ganze Geile wegrechnen. Was haben wir dann unterm Strich noch? Eine Pixelart, ja. Die ja. Statue, naja, gut. So, das Haus hier, wo die ganzen Köpfe dran kleben, ist halt einfach nur ein kleines Haus. Das ist jetzt irgendwie gar nichts special. Also wenn ich jetzt wirklich alles Besondere wegrechne, weil man sagt ja immer, man darf nicht nach Reichtum bewerten. Doch, ja, mach mal ruhig, sag mal. Was soll das sein? Ja, dann ist es halt echt auch nicht wirklich mehr als eine 2,5, irgendwas dazwischen. 2,5, okay. 2,5 dann bis 3, irgendwas. Ja, ich gebe ein bisschen mehr, weil ich muss sagen, ich habe schon so viele Häuser gesehen, die einfach nur langweilig sind, Horst. Und das deswegen, hier vorne mit den Köpfen finde ich nicht langweilig. Das finde ich cool. Deswegen gebe ich ihm einfach, weil ich das hier so nice finde, auch wenn das jetzt nicht richtig krass gebaut ist und teilweise noch unfertig ist, gebe ich ihm sogar eine 3,5. Okay? Er hat sogar zwei Köpfe von mir. Das stimmt. Ja, moin hier. Die zahllosen Dinger sind das. Ah, ne? Da oben auch nochmal. Hey, ja, der also, hat echt einige. Die hat es einfach random placed. Also ja, die sind jetzt aber nicht mir fällt es trotzdem ganz gut. Ich gebe 3,5. Du gibst wie viel? 2,5 fix? Oder nee, ich habe ja gesagt, irgendwas zwischen 2,5 und 3 hätte ich auf jeden Fall. Ach so, gemacht. Zwischen 2,5 und 3. Dann reinigen wir uns doch auf 3,1, okay? Ja, können wir machen. Okay. Also, das ist okay. Das dann geht's wieder drum, Horst. Schreibe ich dich richtig oder falsch? Ach so. Horst. Du schreibst mich wieder... Na, was schreib du erstmal? Horst Flock, jetzt habe ich dich, glaube ich, richtig getippt. Und Abke mit 3,1 von 5 Sternen. Okay, ich hab's, Horst. Richtig oder falsch? Jetzt hast du richtig gemacht. Jetzt habe ich richtig. Ja, ich habe fast richtig, aber da habe ich mich doch noch vertippt, Shit. Horst. Just. Scheiße. Ja, ich hab gedacht, du machst jetzt den 31er-Move, also den 200er IQ, weil ich habe ja schon angefangen zu sagen, du schreibst mich wieder falsch. Und dann habe ich gedacht, das hat er gehört und schreibt mich deswegen jetzt richtig. Na. Ich wollte dich richtig schreiben, aber ich habe mich aber dann wirklich vertippt. Aber gut, das passt. Wollen wir noch einen letzten machen, aber einen ganz schnellen, ja? Ja, einen ganz schnellen. Machen wir mal ganz schnell. Schaffen wir noch. Okay, ich schmeiß nochmal an und du darfst Stopp sagen, okay? Und ja. Ja, so kannst du. Und Stopp. Okay. Yes, Horst, das ist eine geile Nummer. Ein leeres Plot. Du darfst direkt nochmal, ja? Also geil. Wir machen noch zweimal. Wenn dabei nichts Geiles ist, Freunde, machen wir keinen mehr, okay? Geil. Also du darfst und es läuft. Und Stopp. Wir haben was. Spendentrichter von Karl Uwe. Ja, geil, dann tippe mich mal dahinter. Ich hole dich, Horst. Warte, ich hab die. Direkt mal reinpullern in den Spendentrichter. Leute, das ist sogar so ein Fluss hier, da kannst du richtig gut reinpullern. So. Warte mal. Ich lass dir mal was Kleines da hier. Was können wir dir mal schenken? Ich hab ein Köttelchen reingeschmissen. Ich schmeiß dir mal einen kleinen Mob-Token rein. Der kann bestimmt was damit anfangen. Hier, Horst. Ist es halt auch wirklich jetzt was Schnelles? Was haben wir denn da? Gönn dir. Ach, was? Der hat jetzt echt hier eine Kiste, die man öffnen kann. Alter, was ist denn das für ein Turm? Der ist ja mal so groß. Oh, aber ich wette, der ist leer. Ja, der ist leer von ihm, aber der sieht cool aus. Der hat hier unten eine Kiste, da kann man sich gratis bedienen. Da sind Melonen drin. Melonen. Ganz unten. Ja, das ist nett. Gibt auch eine schöne Kasse hier unten wieder, ja.
Bisschen was hier, Holz. Ja, ja. Wie mache ich das denn jetzt, okay, wenn ich bei dem was kaufen wollen würde? Da stehen zwar die Preise, aber was mache ich denn jetzt? Muss ich dem anschreiben? Ja, du schreibst ihn an. Naja, und dann sagt, dann führt er dich in seine Kasse und wenn du Glück hast, scammt er dich nicht. Also wie ist die? Hier ist unten die Kasse, ne? Die hat hier unten eine Kasse, ja. Also es gibt hier extra einen Kasseraum und der hat sogar eine Trading Chest. Also das ist ganz cool gemacht. Ist hier Kasse, ja. Scamfrei ist er auch. Oh, wenn die scamfrei ist. Okay, reden wir jetzt besser gar nicht drüber. Vor allem, da steht scamfrei Items. Ja, was, dass die Items scamfrei sind, ist ja klar, das bist eher du Nasenbär. Aber der hat sogar, Items hier. Also die hier mit Karl Uwe ist, heißt eh Karl Uwe, das ist so geil. Karl Uwe. Der Karl Uwe, ja, finde ich super. Der wurde bestimmt in der Schule immer verprügelt, der Karl Uwe. Ich gebe, wir müssen jetzt nämlich ein bisschen schnell sein, die Folge geht nämlich schon ewig. Ich gebe für den Karl Uwe eine 3, eine glatte 3. Ja, das brauchen wir gar nicht diskutieren, hier oben ist nämlich noch alles leer. Eine 3? Ja, 3 können wir machen. Okay, dann kriegt der Karl-Uwe hier einen kleinen Ätzelrand und eine schöne 3. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Horst, jetzt nochmal die Chance für dich hier. Es steht, ja, wir machen es so, wer jetzt richtig rät, gewinnt, okay? Okay. Ob ich dich richtig oder falsch schreibe. Okay. Okay, warte, dann schreiben wir das mal hier irgendwie da so hin. Und zwar bewertet von Horst Flog mit... Flog. Warte mal. Und Abge mit 3 von 5 Sternen. So, richtig oder falsch, Horst Flog? Richtig. Bist du dir sicher, Horst? Jetzt tipp ab. Bist du dir ganz sicher? Oh, yes. Scheiße, du was. Geh weg. Kommst du, überlegst du doch nochmal, Horst. Ob du wirklich richtig stehst. Ja, du hast mich richtig geschrieben. Na gut, dann hast du heute gewonnen, lieber Horst. Ah! Und der Typ kriegt natürlich hier auch noch eine schöne, mittlere Bewertung müsste das sein, 3 von 5. Die kriegt er auch noch am Start. Und komm, weißt du was, wir schenken dem auch noch Köpfe. Bisschen Köpfe ist immer ganz nice. Dann klatschen wir dem nochmal hier deinen Kopf hin, ne? Dia, schenkst du noch? Ich habe ein Bier geschenkt. Ein Bier? Oh, das ist natürlich super, super cool. Ist ein bisschen jetzt wässrig geworden, aber ansonsten noch ganz gut. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge, Freunde. Wenn ihr Bock habt, checkt auch gerne mal den Horst ab. Der ist nämlich in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Denkt bitte an den Daumen nach oben. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann und tschüss.